Damit würden wir fortfahren mit der Versammlung. Ich begrüße hier ganz herzlich Herrn Nigel Farage aus Großbritannien. Es freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir kommen nun zum eigentlichen Höhepunkt unserer besonderen Versammlung. Wir möchten Nigel Farage aus Großbritannien herzlich willkommen heißen. Herr Farage ist der Anführer der United Kingdom Unabhängigkeitspartei, UKIP, als auch Mitglied des Europäischen Parlaments. Zusammen mit anderen EU-kritischen Parteien bilden sie die Europa der Freiheit und der direkten Demokratie-Gruppe im Europäischen Parlament. Die Rede von Herrn Farage ist übertitelt mit »Der Euro ist dazu bestimmt, unterzugehen«. Wir freuen uns sehr darauf, Sie zu hören, Herr Farage, und uns die Situation in Ihrem Land anzuschauen, die Situation in Europa und natürlich auch in der EU-freien Schweiz. Good luck. Alles Gute Ihnen. Thank you very much indeed. Herzlichen Dank, dass Sie mich heute hierher eingeladen haben. Und da war vor Jahren ein bekannter britischer Komiker. Und sein Motto lautete, ihr glücklichen Menschen. Und als ich hier in die Schweiz kam und ich steige aus dem Flugzeug aus und ich stelle fest, dass ich soeben die Europäische Union verlassen habe, so muss ich Ihnen sagen, ihr glücklichen Menschen, gut gemacht, Schweiz. Und ich sage das als jemand von einem Land, das von sich behaupten kann, das Konzept der parlamentarischen Demokratie entwickelt zu haben. Wissen Sie, es gibt vielleicht einige Menschen auf der Isle of Man oder in Island, die behaupten, sie hätten sie schon vorher gehabt. Aber es war tatsächlich ab der Magna Carta im 13. Jahrhundert, dass wir den Gedanken der parlamentarischen Demokratie entwickelt haben und später dieses Konzept an einen Großteil des Restes der Welt verkauft haben. Und der Grund, warum die parlamentarische Demokratie funktioniert, ist, dass egal wie unzufrieden man ist mit der derzeitigen Regierung, egal wie schlecht ihre Politik ist, sie haben alle 4 oder 5 Jahre die Gelegenheit, wir können sagen, ihr seid alle Taugenichtse, wir werden euch absetzen, euch durch jemand anders ersetzen. Und der Grund, warum das funktioniert, ist, weil die Menschen nicht gewalttätig werden. Sie akzeptieren einfach, dass sie eine schlechte Regierung haben und halten sich an ihre Freunde an, es das nächste Mal zu ändern. Es ist ein System der Freiheit, der Selbstbestimmung, ein System der Freizügigkeit, ein System, von dem die Generationen vor mir dachten, es sei so wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für Belgien, für Polen und für andere Länder, dass zweimal im 20. Jahrhundert unter großen Opfern wir Weltkriege ausgefochten haben, um dieses Prinzip zu verteidigen, damit wir und das restliche Europa freie und unabhängige Demokratien sein könnten. Und jetzt, in weniger als einem Menschenleben haben unsere Karrierepolitiker in Großbritannien diese Demokratie weggegeben an Institutionen in Brüssel, in Luxemburg, in Straßburg. Und das sind Institutionen, die die parlamentarische Demokratie und das Konzept der Demokratie überhaupt mit völliger Verachtung behandeln. Und deshalb bin ich nach 20 Jahren aus der freien Wirtschaft in die Politik gegangen, weil ich möchte diese Demokratie und ich möchte auch mein Land zurück von der Europäischen Union.
Nun, in den frühen Tagen des Ganzen muss ich Ihnen sagen, dass Euroskeptiker oder Gegner zu sein ein Minderheitensport war. Nicht viele waren daran beteiligt oder bekannten ihre Haltung in der Öffentlichkeit. Es wurde mit großer Schande betrachtet. Was für ein schrecklicher, grausamer Mensch muss ich doch sein, dass ich denke, es ist schlecht, dass wir von der Europäischen Kommission regiert werden. Und tatsächlich, in den frühen Tagen, als ich für die UKIP Werbung machte und auch meine erste Kandidatur für das Europäische Parlament, wir haben damals nicht viele Stimmen bekommen. Aber seit 1999 und seit drei von uns ins Europäische Parlament gewählt wurden, haben wir absolut massive Fortschritte gemacht. Und ich erinnere mich, mein erster Tag, nein, eigentlich meine erste Stunde, als ich als Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt wurde und hatte mein erstes Interview im Live-Fernsehen, ich war nicht irgendwie medientrainiert oder so. Und der Mann sagte zu mir, Nigel, du sagtest, du würdest es tun. Wir haben dir nicht geglaubt. Nun bist du Abgeordneter geworden. Super gemacht. Und dann sagte er, aber nächste Woche wirst du da draußen sein, du wirst nach Brüssel kommen und wirst eine nie endende Flut von Einladungen haben. Einladungen zum Mittag und zum Abendessen. Du wirst Sektempfänge haben. Und er sagte zu mir, meinst du, dass dich dieses Leben verderben und korrupt machen wird? Und ich habe live geantwortet. Und ich glaube, das war die beste Antwort, die ich je gegeben habe. Ich sagte, nein, ich habe schon immer diesen großzügigen Lebensstil gehabt. Ich war weit weg, korrumpiert zu sein durch diesen Lebensstil in Brüssel. Im Gegenteil, 15 Jahre später bin ich völlig abgestoßen von diesem Lebensstil. Und was das auslöste, war vor allem die Ereignisse 2005. Damals, Sie können sich erinnern, gab es eine verfassungsgebende Versammlung und dort wurde der Entwurf von einem Dokument gemacht, der völlig offensichtlich nicht, wo es nicht um den Handel ging oder die Zusammenarbeit oder den gemeinsamen Markt, wo noch meine Eltern dachten, dafür würden sie wählen. Nein, sie machten es ganz klar, es ging um einen Staat, einen vereinigten Staat von Europa und genau darum ging es in diesem verfassungsgebenden Dokument. Aber es gab ein Problem, denn dieses Problem war darin, dass Euroskeptiker den Druck aufbauten und dass damals der Präsident Chirac die Franzosen aufforderte, damals abzustimmen über diese Verfassung. Und raten Sie mal, was sie sagten. Die Franzosen sagten ganz klar non. Und nur wenige Tage später hatten die Holländer ebenfalls ein Volksbegehren, eine Abstimmung, und sie sagten auch mit zwei Dritteln Nein. Als ich dann dagegen ging und wollte diesen ganzen Wahnsinn stoppen, dachte ich, jetzt haben wir die Europäische Union rumgerissen. Und ich dachte, jetzt müssen sie auf die Leute hören. Jetzt fangen sie an zu verstehen, dass die Menschen nicht eine politische Vereinigung wollen. Was haben sie gemacht? Sie haben es einfach umbenannt. Es war dann der Lissabon-Vertrag. Und sie waren stolz drauf, weil jetzt war es ein Vertrag und nicht mehr die Verfassung. Und jetzt brauchten sie keine Abstimmung mehr, weder in Frankreich noch in Holland. Aber es gab ein Land, nämlich Irland, hatte eine Abstimmung. Und sie haben ebenfalls mit Nein gestimmt, weil es die Verfassung so vorschreibt. Und sie mussten wieder wählen. Ich war ganz brav bis zum Jahre 2005 als ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Ich habe keinen besonderen Aufruhr verursacht, aber ich saß dort und glaubte, dass dass Großbritannien einfach dann quer drin lag, dass es einfach nicht zur Europäischen Union passte aufgrund der Sprache, der Beziehung, dem britischen Commonwealth, weil wir auf der anderen Straßenseite fahren, weil wir Bier trinken, das warm ist und nach Seife schmeckt, weil wir Cricket spielen
Und weil wir ein Gesetzsystem haben, das die anderen europäischen Länder, die meisten von ihnen, nicht kennen. Aber bis zu dem Punkt, als sie es Lissabon-Vertrag nannten, weiß ich, dass dass Großbritannien einfach nicht mehr Teil dieser Union sein soll. Was die anderen machen, ist ihre Sache. Aber heute möchte ich nicht nur Großbritannien raus, sondern auch alle anderen Länder Europas aus der Europäischen Union raus haben. Und bitte, ich sage das nicht als jemand, der gegen Europa ist. Das wäre doch lächerlich. Und sogar so, ich habe eine deutsche Frau, sie kommt aus Hamburg. Und so wie ich oft sage, keiner muss mich über die Gefahren aufklären, die es in sich birgt, in einem deutsch-dominierten Haushalt zu wohnen. Ja, ich hätte den nicht zum Besten geben sollen, aber ich liebe es einfach. Wissen Sie, ich habe für französische Unternehmen gearbeitet. Ich liebe Europa. Europa ist ein fantastischer Kontinent, ist vielleicht sogar in mancherlei Hinsicht einer der besten Kontinente auf unserem Planeten. Aufgrund der Vielfalt, aufgrund der verschiedenen Sprachen und Menschen, Völker und Käsesorten und Weine, was auch immer. Ich kann auch sagen, vive la France. Ich möchte das tun und ich möchte genauso, dass alle Euroskeptiker das tun, die hier in unserer Timezone leben. Lass uns einschreiten, wirklich für eine positive Sicht der Dinge, für eine souveräne, demokratische Sichtweise der Dinge, dass wir einander respektieren, miteinander handeln und sind. Aber ich bin gegen eine politische Union, die keiner auf diesem Kontinent haben will. Seit 2005, wie ich schon sagte, habe ich nicht nur für ein freies und demokratisches Europa geworben, sondern ich habe auch die Art und Weise meiner Reden im Europäischen Parlament geändert. Und ich bin sehr dankbar, dass es sie auch auf YouTube gibt. Und ich muss Ihnen sagen, dass man als Euroskeptiker nicht mehr so allein ist, da wir mittlerweile ca. 25% des Europäischen Parlaments haben, die in irgendeiner Art und Weise Euroskeptiker sind. Das ist noch nicht genug. Wir würden ein Drittel brauchen, um eine blockierende Minderheit auf die Gesetzgebung zu haben. Aber wir kommen dem näher und es gibt zurzeit einen massiven politischen Wandel in der Europäischen Union. Aber nicht alles davon ist positiv, weil das Denken hinter diesem Projekt, ähnlich dem Kommunismus, war ein hochtrabendes Ideal. Es war die Idee, dass wir mit den Franzosen und den Deutschen, die sich innerhalb von 70 Jahren dreimal die Köpfe eingehauen haben, was in zwei tragische, weltumspannende Konflikte ausgeartet ist. Wäre es nicht eine gute Idee, wenn sich die Deutschen und Franzosen an einen Tisch zusammensetzten und miteinander ins Geschäft kämen? Das machte natürlich eine Menge Sinn. Das war das Richtige und das Logische, das zu tun wäre. Und alle unter uns, die etwas von Finanzen und vom Handel verstehen, wissen, dass je mehr Handel die Menschen miteinander treiben, desto weniger besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich miteinander in Konflikte verwickeln. Die ursprünglichen Gedanken waren hohe Ideale. Aber letztendlich wurde alles miteinander korrupt. Und zu Beginn sprach ich über die Demokratie. Wissen Sie, so wie die europäische Struktur aufgebaut wurde, bedeutet es, dass wenn die Menschen an nationalen oder an europäischen Wahlen teilnehmen, können sie nichts an der Gesetzgebung ändern. Das ist deshalb, weil ein Gesetz
oder eine Richtlinie nur von der nicht gewählten Europäischen Kommission verabschiedet werden kann und nur die nicht gewählte Kommission hat die Gewalt, ein Gesetz zu verabschieden oder zu verändern. Damit haben sie eigentlich ein antidemokratisches System aufgebaut in jeder Hinsicht. Und genau deshalb bin ich so eifersüchtig auf Sie hier in der Schweiz. Denn Sie haben hier ein Modell der direkten Demokratie. Und ich will Ihnen aber etwas sagen. Wir beginnen von Ihnen zu lernen, weil die Beppe Grillo-Bewegung, die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien aufkam. Und manchmal höre ich Leute in Brüssel sagen, nun, er ist nur ein Komiker. Und ich sage, ich kann an diesem Ort mittlerweile nicht mehr sagen, wer die Komiker sind, wer nicht. Wissen Sie, die Beppe Grillo-Bewegung wurde auf eine Art durch das Schweizer Modell inspiriert. Er möchte die direkte Demokratie in Italien einführen. Und ich sage Ihnen, dass wir in der UKIP sehr auf Ihr Modell schauen. Und es ist sicher, dass wir in unserem nächsten Wahlmanifest für die Wahlen im kommenden Mai Ihrem Beispiel folgen werden und sagen, dass ein unabhängiges, vereinigtes Königreich auch Ihr Modell der direkten Demokratie hat. Deshalb danke ich Ihnen in der Schweiz, dass Sie uns den Weg zeigen. Danke. Nun, wie ich bereits sagte, arbeitete ich für rund 20 Jahre in der freien Wirtschaft, im Warengeschäft, im Metallhandel. Aber der Tag, an dem ich mich wirklich entschied, in die Politik zu gehen, das war ein Tag im Oktober 1990. Es war ungefähr 5:30 Uhr. Wir waren in London, was natürlich hieß, dass wir die Handelsgeschäfte in einer Kneipe besprachen. Und dann kam jemand herein und sagte, dass Großbritannien soeben dem Wechselkursmechanismus beigetreten war. Wir haben gerade entschieden, unsere Währung an die deutsche Mark anzukoppeln, was die Vorhut von dem war, was später der Euro wurde. Ich werde Ihnen nicht die Worte sagen, die ich zuerst einmal von mir gab. Sie waren sehr sicher angelsächsisch und nicht schmeichelhaft. Ich dachte, wir hätten die Lektion der Vergangenheit gelernt. Ich dachte, wir hätten gelernt, dass wenn man Wirtschaftssysteme versucht zu fusionieren, die sehr verschieden sind, nicht nur was die Wirtschaft angeht, sondern auch was die Kultur angeht, das wird kein gutes Ende haben. Nun, wir haben unser Experiment versucht und 2 Jahre nach Beginn dieses Experiments mit dem Wechselkursmechanismus hatten wir Zinssätze, die doppelt so hoch waren, als sie hätten sein sollen. Wir hatten 1992 einen Rekordhoch von Unternehmensschließungen, Hausverkäufen, zudem landeten rund 1 Million Briten in der Arbeitslosigkeit als direkte Auswirkung der Besessenheit unserer Karrierepolitiker, die alles so eng wie möglich an diesen europäischen Club gebunden hatten. Auf der einen Seite hatten wir Glück. Wir hatten Glück, da wir bereits unsere schlimme Zeit hinter uns hatten, als der Euro kam. Und deshalb traten wir dort nicht bei. Aber als der Euro kam, war es jedem klar, dass aus rein wirtschaftlicher Sicht Deutschland und die nördlichen Länder ein optimales Währungsgebiet darstellen würden. Sie können fragen, welche Länder dort drin sein wollten, aber vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt war es völlig klar, dass der Euro wirklich für Deutschland und die nordeuropäischen Länder funktionieren würde. Was auch absolut völlig klar war, dass Wirtschaftssysteme wie Griechenland, Spanien, Portugal und sogar Italien nicht die gleichen Kriterien erfüllt haben wie Deutschland und die nordeuropäischen Staaten. Und viele von uns im Europäischen Parlament und viele Wirtschaftsleute warnten davor, dass wenn man Nord- und Südeuropa wirtschaftlich innen zusammenbringen würde, nicht nur was die Währung anbelangt, sondern eine völlige wirtschaftliche und finanzielle Union, dass wenn man das tut, dann wird es zum Unglück kommen. Und was ist passiert? Sie führten den Euro ein und über Nacht halbierten sich die Zinssätze in Spanien, Griechenland, Irland und Portugal.
Sie hatten 7 Jahre lang die völlig verdrehten Zinssätze. Und was dabei herauskam, waren eine völlig verrückte Darlehensnachfrage und die größten Grundstücksverkäufe und Käufe, die es je gab. Und Junge, haben Sie seitdem den Preis dafür gezahlt? Und ich frage mich ganz aufrichtig, ob die Schweizer Zuschauerschaft wirklich versteht, wie finster die Aussichten im Mittelmeerraum tatsächlich sind. Wissen Sie, die griechische Wirtschaft ist nun seit 2008 um 28% zusammengeschrumpft. Als die große Depression, the Great Depression, damals Amerika traf und keiner einen Cent übrig hatte, in den Mitte 30ern war die Wirtschaft um 16% geschrumpft. Das lässt uns in etwa verstehen, was da vor sich geht. Wir bekommen im wahrsten Sinne mit, wie Griechenland zu einem dritte Weltland wird. Wir sehen Jugendarbeitslosigkeit um die 60%. Wir sehen eine politische Neonazi-Partei, deren Mitglieder gewählt werden. Und ich erwähne den Begriff Nazi, weil sie sich selber so nennen. Und ihre Mitglieder werden ins Nationale und ins EU-Parlament gewählt. Schauen wir uns Spanien an, mit einer Jugendarbeitslosigkeit von rund 55%. Es ist eine Zone des Elends. Auf der anderen Seite des Mittelmeerraumes, massive Arbeitslosigkeit, nun kommt die große Deflation. Ich denke, wir haben einiges über Inflation gelernt. Wir haben gelernt, was diese verursacht, und wir haben gelernt, wie man damit umgeht. Und manchmal kann die Arznei bei der Inflation sehr schmerzhaft sein, aber es funktioniert. So wie wir es bei der jahrzehntelangen Deflation in Japan beobachten konnten. Die Leute kaufen da nicht mehr den Kühlschrank oder die Kühltieftruhe, das neue Sofa oder das Bett, weil sie meinen, es sei in 2 oder 3 Monaten günstiger. Es ist eine ganz schreckliche Abwärtsspirale. Das betrifft nicht nur die Preise, sondern auch die Glaubwürdigkeit innerhalb der Wirtschaft. Deshalb fürchte ich, dass Sie noch nicht das Schlimmste gesehen haben im Mittelmeerraum. Und Italien wird wohl als nächstes kommen und das europäische Projekt auseinanderfallen lassen. Ein Land mit über 60 Millionen Menschen mit 0% Wachstum und aufkommenden sozialen Spannungen. Und ich fühle mich, als wäre ich in einem Europa aufgewachsen, welches von Ost nach West unterteilt war, durch die Berliner Mauer. Und nun lebe ich in einem Europa, welches von Norden nach Süden geteilt ist, durch den Euro. Wobei es dem Norden noch verhältnismäßig gut geht und dem Süden, welcher in die Armut getrieben wird. Und all das aufgrund des politischen Experiments, welches das europäische Projekt genannt wird. Und es gibt nichts, das Abhilfe schaffen könnte, was den Geldfluss von Nord nach Süd angeht. Da wird nichts geschehen, nicht dadurch, dass Draghi Anleihen kauft, nicht, dass das Ungleichgewicht zwischen dem Norden und Süden Europas aufheben könnte. Wenn nicht die Griechen werden wie die Deutschen oder die Deutschen wie die Griechen. Das wird nicht geschehen. Und was wir tatsächlich sehen, das ist eine schreckliche Feindschaft zwischen dem Norden und dem Süden Europas. Es funktioniert also auf keiner Ebene und ich muss sagen, je früher die Eurozone auseinanderbricht, desto besser. Es ist besser für die Völker Europas, es aus dem Weg zu räumen, um zurück zu ihren Währungen zu kommen, ihre eigenen Demokratien zu haben und dass sie eine Chance bekommen, sich selber wieder aufzubauen. Und ich sage Ihnen, wenn sie Griechenland dem Euro entzieht und eine entwertete Währung bekommt, dann werde ich der Erste sein, der dort seinen Urlaub bucht. Gott helfe Ihnen, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Ich möchte, dass Griechenland Erfolg hat und es Ihnen gut geht. Aber was die Eurokraten vielleicht noch mehr beunruhigt, ist, dass nicht nur das Nord-Süd-Gefälle in Europa gibt, sondern es gibt eine weitere Kluft, die sich in der Eurozone aufgetan hat. Und hier geht es ans Herz des wirtschaftlichen und politischen Projektes. Es ist einfach, nämlich dass die vergangenen 4 Jahre eine Kluft zwischen Frankreich und Deutschland entstanden ist. Frankreich geht es derzeit sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Schauen Sie sich die Zahlen in der Fahrzeugproduktion an. Schauen Sie sich einmal deren Präsidenten an. Gott helfe uns. Erstaunlich, oder nicht?
Der aufgeblasene Typ wird gewählt in diese schwache französische Wirtschaft hinein. Und das Erste, was er tut, ist, den Mindestlohn anzuheben. Und das Nächste, das er tut, ist, die Einkommenssteuer auf 75% anzuheben. Und das nur, um sicherzustellen, dass, falls noch einige Unternehmer in Paris übrig geblieben sein sollten, sie den nächsten Zug nach London nehmen würden. Das ist nicht sehr schlau, oder? Und die Franzosen werden zunehmend unzufrieden. Und die Wahl der Front National zeigt nur, wie unzufrieden die Franzosen geworden sind. Ich habe persönlich die Meinung, dass, wenn Marine Le Pen nicht umgeben wäre durch ihren Vater und durch einige von dem ernstzunehmenden Ballast, den die Partei so hat, so wird jemand in der französischen Politik auftauchen, innerhalb der nächsten 5 Jahre, der Frankreich aus dem Euro herausführen wird und damit auch uns den Anlass geben wird, das gesamte europäische Projekt neu zu definieren. Und ich hoffe sehr darauf, denn was ich sehe, dass dieses Projekt macht, ist in Wirklichkeit Versagen, anstatt auf jeder Ebene zu funktionieren. Und ich möchte, dass die Freiheit in Demokratie die Bürokratie mit Sitz in Brüssel überwindet und überall in der EU. Das möchte ich wirklich sehen. Und ich denke, auf eine Art ist die UKIP der Wegbereiter unter den Ländern in der Europäischen Union, da wir diejenigen sind, die einen wirklichen Einfluss auf die britische Politik ausüben. Wir waren schon zuvor in diesem Jahr ganz oben bei den Wahlen. Wir bekommen konstant Wahlergebnisse um die 25% in ganzen lokalen Abschnitten in den englischen Counties, den Distrikten. Als eine Folge einer Wahl durch den Rückzug eines konservativen Mitglieds des britischen Parlaments, der damit seinen Sitz an die Menschen von Clacton-on-the-Sea, ich bin mir sicher, Sie wissen alle, wo das liegt, freigibt. Und dann haben wir ab kommenden Donnerstag von der UKIP mit Douglas Carswell das erste Mitglied im Westminster Parliament in London. Damit wird die Agenda der britischen Politik verändert. Sogar Herr Cameron klang diese Woche wie ein Europagegner, auch wenn ich glaube, dass er es nicht so wollte. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er es nicht so meinte. Aber ich glaube, wir sind innerhalb der Europäischen Union die Partei, die Brüssel am meisten fürchtet, weil wir nicht bloß unsere Wahlen absichern möchten. Wir reden Klartext. Wir wollen den Handel, wir wollen die Zusammenarbeit, aber wir wollen keine Mitgliedschaft in dieser Union. Und ein britisches Königreich, welches sich von diesen Verträgen lossagt und sich auf Neuverhandlungen für eine sinnvolle Wirtschaftszusammenarbeit stark macht, wird in Kürze so ziemlich von ganz Nordeuropa gefolgt werden. Sie werden sagen, wir wollen das auch. So kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie das ausgehen wird, ob es der totgeweihte Euro selbst wird oder ob es die UKIP sein wird, die die Agenda verändern oder eine Abstimmung in Großbritannien gewinnen werden. Ich weiß nicht, wie das kommen wird, aber ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Eine Sache hat sich geändert. Bis zu Beginn diesen Jahres gab es Millionen von Menschen in ganz Europa, die sagten, dass sie unglücklich mit diesem Projekt seien. Wir stimmen der Richtung nicht zu, aber wir fühlen uns machtlos, weil es nicht zu verhindern ist, dass sie die Vereinigten Staaten von Europa vorantreiben werden. Nun haben sich die Seiten vertauscht und die Frage des Nicht-Verhindern-Könns liegt nun auf unserer Seite. Es ist nun unumgänglich geworden, das Errichten der Vereinigten Staaten von Europa wird nicht vollendet werden. Es kann nun nicht mehr verhindert werden, dass die Länder den Euro verlassen werden und dass die Staaten der Europäischen Union die Europäische Union verlassen werden. Wir werden diesen großen historischen Kampf und das Ringen gewinnen. Und doch wünsche ich, wir hätten diesen Kampf niemals ausfechten müssen. Und wenn wir mehr wie die Schweiz mit ihrem demokratischen Modell gewesen wären, mit freien und fairen Abstimmungen, hätte ich nie eine Karriere in der Politik gehabt. Vielen herzlichen Dank.
Sehr geehrter Herr Farage, wir danken Ihnen ganz herzlich für diese wunderbare Rede. Ich bin mir sicher, dass die Menschen in der Schweiz Ihre Worte gehört haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und dass Sie die nächsten Wahlen im britischen Königreich gewinnen, dass Sie mehr Mitglieder im britischen Parlament, sogar die Mehrheit, haben werden. Das wäre großartig. Und Herr Farage wird Ihnen nun einige Fragen beantworten. Wer hat eine Frage? Seht ihr eine? Was ist die Position Ihrer Partei nach der Entscheidung der Schotten, Großbritannien nicht zu verlassen? Hat jeder die Frage gehört? Okay. Ich bin glücklich, dass die Schotten mit Nein gestimmt haben. Ich bin erstaunt, dass Sie in eine solch mächtige Stellung gekommen sind. Das ist eher auf die Unfähigkeit von Blair und Cameron zurückzuführen, die in meinen Augen ziemlich planlos waren. Aber wir haben ein Nein. Das Vereinigte Königreich wird zusammenhalten. Westminster hat keine gute Arbeit geleistet, was die Zentralisierung angeht. Weit zurück in den 1880er Jahren gab es eine starke Forderung, die William Gladstone unterstützte, was zur Irish Home Rule wurde. Das Parlament hatte damals dagegen gestimmt. Es kam zu einem längeren Krieg, in dem Tausende von Menschen starben. Und dann hat sich Irland 1921 vom Vereinigten Königreich abgespalten. Genau das Gleiche trifft für Schottland zu. Wir waren sehr zurückhaltend, Rechte an Schotten abzutreten. Ich verstehe das nicht. Ich persönlich wäre sehr froh, wenn wir das föderative Modell hätten, das wir in der Schweiz, in Deutschland oder anderswo haben. Was aber sicher ist, wir können nicht so weitermachen, indem wir schottische Abgeordnete im Parlament haben, die ins Westminster House of Commons kommen, um dort über ausschließlich englische Gesetze zu befinden. Es sind die Engländer, die hier die Stimme brauchen. Ich denke, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre ein föderatives Vereinigtes Königreich haben werden, eines, das zusammenhält, wo es mehr lokale Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben von Steuern geben wird. Und ich bin vollkommen glücklich darüber, dass die Nationalisten nicht gewonnen haben. Wissen Sie, manchmal nennen die Menschen mich einen Nationalisten. Da antworte ich in der Regel, dass ich ein Verfechter der Nationen bin. Ich denke, Nationalstaaten sind eigentlich ein ziemlich guter Gedanke. Aber ich sage Ihnen hier etwas über den Nationalismus. Ein klein wenig Nationalismus kann eine sehr gute Sache sein, weil die Menschen sich zu dem Land zugehörig fühlen. Und sie sind stolz auf dieses Land und sie haben große Hoffnung für dessen Zukunft. Aber übertriebener Nationalismus ist gefährlich. Was Alex Salmond die letzten Monate aufgerührt hat, war ein hässlicher, anti-englischer, übler Nationalismus. Und ich bin froh, dass er abgelehnt wurde. Okay. Ich denke, die Aufgabe eines guten Journalisten ist es, uns die notwendigen Informationen von beiden Seiten über die EU zu bringen. Was sagen Sie zu diesen Journalisten aus ganz Europa, der EU, welche Menschen wie Sie in die rechte Ecke, die Nazi-Ecke stellen, wie die AfD? Und genauso ist auch in Deutschland. Was sagen Sie zu diesen Journalisten? Machen Sie eine gute Arbeit oder sollten Sie besser damit aufhören und etwas anderes tun? Nun, wissen Sie, auf der einen Seite haben Sie recht, indem Sie sagen, dass das Establishment nicht nur ein politisches ist, sondern in den meisten Ländern schließt das auch das Establishment der Medien mit ein. Und das Establishment formt den Status quo. Denn dieser Status quo ist eine bequeme Sache für diese Leute. Und sie haben alles getan,
damit die Eurokritiker in eine extreme Ecke gedrängt werden. Aber das ist nicht haltbar. Denn die kritische Art, wie Menschen die EU im Europäischen Parlament sehen, spiegelt sämtliche Farben des politischen Spektrums wider. Und es war die Labour Party in Großbritannien, welche zuerst eurokritisch war. Es war die Sozialistische Partei in den 70er Jahren, die nicht der Europäischen Union beitreten wollten, die dachten, dass wir unsere demokratischen Rechte verlieren würden, die annahmen, dass wir am Ende dominiert werden würden von lauter versagenden Großbanken und multinationalen Konzernen. Ich klinge gerade wie ein Sozialist, richtig? Weil das meiste ihres Gedankenganges hat sich bestätigt. So wie Sie haben wir in Großbritannien das Glück, dass wir Medien haben, die beide Seiten vertreten. Wir haben Zeitungen, die für die EU sind, und wir haben nun Zeitungen, die jetzt auch sehr stark gegen die EU sind. Fast im gesamten restlichen Europa ist das nicht der Fall. Lassen Sie uns kurz etwas anschauen, womit auch die Medienschaffenden der Printmedien ihre Mühe haben. Die Zeitungsverkäufe kollabieren überall in der westlichen Welt. Ich setze mich am Sonntagmorgen ins Auto und fahre ins nächste Dorf und ich kann kaum den Stapel Zeitung tragen. Und meine Söhne, sie sind in ihren 20ern, die denken, ich sei ein Dinosaurier, denn sie haben noch nie in ihrem Leben eine Zeitung gekauft. Und sie werden es auch nie tun. Und die großartigste Waffe, die wir haben, das wichtigste Mittel, um die Wahrheit herauszubringen, wurde uns nun durch das Internet gegeben. Wir haben nun keine Ausrede mehr, wir können unsere Botschaft an den Mann bringen, wir brauchen die herkömmlichen Medien nicht mehr wie bisher, und das ist eine gute Nachricht. Mr. Farage, I don't know if you know that, but in February we had a vote in Switzerland. Farage, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber im Februar hatten wir eine Volksabstimmung in der Schweiz darüber, dass wir über die Einwanderung selber entscheiden können. Ich habe viel darüber gehört, dass Sie das ebenfalls in Großbritannien machen wollen. Was ist Ihr Standpunkt? Meine Schwester ist kürzlich nach London gezogen, um ihren Doktor an der LSC zu machen. Vielleicht kennen Sie diese Universität in London. Sie möchte dort vielleicht im Banksektor arbeiten. Was ist Ihr Standpunkt? Punkt zur Einwanderung generell. Glauben Sie, dass eine qualifizierte Einwanderung, wie wir sie hier in der Schweiz haben, eine gute Sache ist, oder sind Sie völlig gegen eine jegliche Einwanderung in das Vereinigte Britische Königreich? Vielen Dank. Danke, eine gute Frage. Lassen Sie jetzt einmal die britische Sicht über die Einwanderung im 20. Jahrhundert anschauen. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und im fünften Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts haben wir Zuflucht angeboten, nicht Einwanderung als solches, aber Zuflucht für Flüchtlinge. Flüchtlinge vor allem aus Russland, später auch aus Deutschland. Das haben wir bereits zuvor mit den Hugenotten und vielen anderen Menschen getan. Tatsächlich war das eine sehr kleine Anzahl von Menschen gemessen am Ganzen. Aber ich bin froh, dass wir das getan haben, und das ist ein Teil unserer Tradition. Aber die geplante Einwanderung begann nach dem Zweiten Weltkrieg und bezog sich vor allem auf ehemalige britische Kolonien, die uns während unserer schwierigsten Zeiten Beistand geleistet haben. Und seit 1950 bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts hatten wir einen Zuwanderungsstrom von rund 33.000 Menschen pro Jahr, ungefähr 30.000 Menschen pro Jahr. Und hin und wieder wurde das Thema aufgegriffen, aber nicht sehr oft, weil die Anzahl der Menschen relativ klein war und die Menschen, die kommen wollten, ein Teil unserer Gesellschaft werden, so war das in Ordnung. Und was passiert dann? Tony Blair kommt ins Amt und er beschließt, die Türen für die ganze Welt zu öffnen, und zur gleichen Zeit kommen 10 ehemalige kommunistische Länder aus Osteuropa und schließen sich der EU an, mit allen Rechten der völligen Freizügigkeit. Nun haben wir Einwanderungszahlen von rund 550.000 Menschen pro Jahr. Und sogar wenn man die Briten abzieht, die genug von all dem haben und zum Beispiel nach Spanien auswandern, haben wir immer noch einen Zuwachs von über 250.000 pro Jahr. Das ist rund 10-mal so viel, als was wir bisher gewohnt waren. Und so haben wir über den Zeitraum der letzten 10 Jahre ein Absinken der Löhne gehabt. Es sind Millionen von Familien, die heute weniger nach Hause bringen als noch vor 10 Jahren. Aber die Sprit- und Strompreise sind in die Höhe geschnellt. Warum?
Überangebot auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben nun Gegenden in Großbritannien, in denen es für Fünfjährige keinen freien Grundschulplatz mehr gibt. Ich habe einen praktizierenden Chirurgen in Kent am Nachmittag besucht. Das ist ein Teil meiner Aufgabe als Mitglied des Parlaments. Er hat einen Zuwachs von rund 15% von Menschen im Einzugsbereich seiner Praxis seit 2004 bekommen. Und wissen Sie was? Ich habe einen Pass, da steht drauf, Europäische Union. Und diesen Pass können nun 485 Millionen Leute ausgestellt bekommen. Wir haben keinerlei Kontrolle über die Zahlen mehr. Und wenn man das betrachtet, was ich Ihnen gerade gesagt habe, über die Misere in Italien, die Misere in Spanien, weiß ich, dass die Zuwanderungszahlen sich nur erhöhen können. Und ich muss sagen, wenn ich ein Jugendlicher aus Rom wäre, ich würde nach London kommen. Natürlich würde ich das tun. Ich kreide es den Menschen auch nicht an. Aber es ist die Aufgabe der Regierung, genauso wie wir daran glauben, dass wir die Politik des Fiskus, die der Geldwirtschaft kontrollieren. Und so sollten wir ebenso den Arbeitsmarkt kontrollieren. Und die Diskussionsgrundlage, welche die UKIP zur nächsten Wahl mitbringen wird, ist, wir denken nicht negativ, sondern positiv über die Einwanderung. Aber wir müssen die Kontrolle über die Anzahl als auch über die Qualität der Menschen, die in unser Land kommen, haben. Und das beste Beispiel Ich denke, das beste Beispiel von allen ist die Haltung Australiens. Die Australier machen es richtig. Sie sagen, wenn sie unter 45 sind und sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten vorzuweisen und sie haben keine lebensbedrohliche Krankheit und sie sind nicht vorbestraft, was von der Geschichte Australiens her gesehen etwas merkwürdig scheint, aber wie auch immer. Kommen Sie nach Australien, dort werden wir es kontrollieren. Es gibt rund 190 Länder auf der Welt, die ihre Zuwanderung steuern. Nur hier in der Europäischen Union, und ich befürchte, dass Ihre Schweizer Politiker sich da mit eingeklinkt haben mit Schengen und all dem, was wir da machen, ist schlichtweg schwachsinnig und wir haben die Aussichten für die arbeitende Bevölkerung in Großbritannien zerstört, wir haben unsere Gemeinden gespalten und all das ist ziemlich blödsinnig und ziemlich unnötig. Aber ich möchte Folgendes sagen. Die UKIP bekommt zunehmend Respekt, was die europäische Frage angeht. Aber sie hat sogar mehr Respekt bekommen durch den Standpunkt zur Einwanderungsfrage. Was unsere Medien versuchen, so wie sie es auch in anderen Ländern versuchen, sie stellen jeden, der sich mit dieser Frage beschäftigt, als jemanden, der weit rechts oder extrem ist, da. Und wir haben es eigentlich erst richtig zu einem Hauptthema in unserem Land gemacht und rund 80% der Briten möchten wieder die Kontrolle über die Grenzen haben. Wir haben diese Debatte bereits gewonnen, nun müssen wir es auch umsetzen. Darf ich eine weitere Frage stellen? Außenpolitik. Ukraine, Russland, Boykott, Europa im Krieg, britische Kampfflugzeuge in Syrien. Was ist Ihre Ansicht? Danke sehr. Haben Sie eine halbe Stunde für diesen Bereich für mich oder so? Nun, lassen Sie mich mit der Ukraine beginnen, wenn ich darf. Ich habe es mir mit absolutem Unglauben und völliger Frustration angesehen und habe seit über 10 Jahren keine Angst zu sagen, was tun wir da mit der Ukraine, indem wir ihnen sagen, dass wir möchten, dass ihr unserer politischen Union beitretet und wo ihr gerade dabei seid, könnt ihr gleich der NATO beitreten. Ich sage es seit nunmehr 10 Jahren, das ist eine absolute Provokation gegenüber Russland. Ein Russland, das mehr Angst vor uns hat, als wir vor ihnen. Und was auch immer Sie vom abgesetzten Präsidenten der Ukraine halten, Janukowitsch, vielleicht war er korrupt, aber immerhin war er demokratisch gewählt. Und er wurde in einem Putsch gestürzt durch Menschen, die mit EU-Flaggen gewunken haben und glaubten, er müsse gehen.
Aber ich glaube, es liegt eine große Schuld auf der expansionistischen und zunehmend imperialistischen Europäischen Union, die viel davon, was in der Ukraine schiefläuft, provoziert hat. Nun, das heißt nicht, dass ich Putins bester Freund sein möchte. Das heißt auch nicht, dass ich glaube, dass er ein absolut bewundernswerter Mensch ist. Aber ich sage Ihnen, von einem höheren Standpunkt aus gesehen, ist er auf unserer Seite. Aber der größte Kampf, dem der Mittlere Osten und Afrika gegenüberstehen, ist, dass dort ein riesiger Kampf tobt, der gekämpft werden muss gegen die IS und den radikalen Extremismus. Dies ist ein Kampf, in welchem Präsident Putin tatsächlich auf unserer Seite ist, wie Präsident Assad, der ebenfalls dämonisiert wurde. Mit unserer Außenpolitik stimmt mittlerweile fast gar nichts mehr die vergangenen Jahre. Fast nichts stimmt mehr. Und ich bin keineswegs ein Pazifist und ich denke, wir haben gut daran getan, zum Beispiel gegen Argentinien, um die Falklandinseln zu kämpfen. Das war ein sehr wichtiges Prinzip in der nationalen Selbstbestimmung, das damals in Frage gestellt wurde. Aber ich stehe jedem einzelnen Krieg entgegen, den wir die letzten Jahre gekämpft haben, und vor allem Libyen. Wissen Sie, Cameron und Sarkozy bombardierten Libyen. Und jetzt tun sie sich groß. Was haben sie getan? Sie haben Libyen in einen bedeutend schlechteren Zustand versetzt, als er zuvor war. Und mir ist es egal, ob unser Parlament mit einer großen Mehrheit letzten Freitag dafür gestimmt hat, den Irak zu bombardieren. Wir gewinnen keine Kriege durch das Abwerfen von Bomben. Um Kriege gewinnen zu können, braucht es Kampfstiefel auf dem Boden. Und wenn es gilt, den islamistischen Extremismus zu bekämpfen im Mittleren Osten und Nordafrika, so kann es nur durch die Soldaten der betroffenen Länder selbst geschehen. Denn je mehr wir in diesen Ländern eingreifen, desto mehr werden sie ihren eigenen Dschihad gegen uns beginnen. In unseren Heimatstädten. Ich stehe gerne mit Rat zur Seite. Ich helfe gerne mit meinem Wissen. Aber es ist nicht die Sache Großbritanniens oder von Amerika, sich in die islamischen Staaten einzumischen, auf die Art und Weise, wie es geschieht. Dadurch werden die Dinge nur noch schlimmer und nicht besser. Und manchmal denke ich, dass wir nur von Idioten regiert werden. Herr Farage, wenn ich nun nochmals etwas näher zur Heimat kommen könnte. Ganz natürlich unterstütze ich Ihre Absichten über die direkte Demokratie in der Schweiz und ich applaudiere Ihren Absichten, wenn Sie dies bei sich zu Hause einführen möchten. Aber etwas, was Sie aus der Schweiz importieren könnten, wäre das Wahlsystem. Da Sie wissen, was für ein lächerliches Wahlsystem wir dort in Großbritannien haben. Sie haben keine Möglichkeit, Ihren Prozentsatz der Unterstützung in absolute Sitze im Parlament umzuwandeln. Nun frage ich mich, ob das ein Teil Ihre Absichten ist, ob Sie es in Ihrem Manifest haben. Vielleicht darf ich es so wagen zu sagen, dass Sie sich mit den Liberaldemokraten zusammentun, um es durchzubringen. Das wäre ein faires, repräsentatives Parlament in Großbritannien, so wie in der Schweiz. Danke, ich muss sagen, bei dem Gedanken, mich mit den Liberaldemokraten zusammenzutun, bin ich etwas zusammengezuckt, aber das macht nichts. Wir haben ein System, wie es die Amerikaner haben. Dieses System hat funktioniert im Zwei-Parteien-Staat, aber es ist heute hoffnungslos überholt und es stellt ein großes Hindernis dar für die Wähler. Die kurze Antwort ist ja, ich möchte ein unabhängiges britisches Königreich. Das ist mein erstes, mein Hauptziel. Denn je weniger wir davon tatsächlich haben, umso weniger spielt es eine Rolle, wer in der Nummer 10 wohnt. Wir wählen im kommenden Jahr nicht wirklich, um die Regierung in Großbritannien zu verändern. Wir wählen, um das Management, nämlich die Verwaltung, zu ändern. Weil die meisten wichtigen Entscheidungen werden halt anderswo getroffen. Haben wir das einmal, so bin ich für eine Wahlreform und ich bin ebenso für eine Abberufung. Ich denke, dass die Wähler die Möglichkeit haben sollten, sich anders zu entscheiden, falls sie etwas falsch gemacht haben sollten. Je früher wir das einführen, desto mehr wird die Öffentlichkeit fühlen, dass sie Kontrolle über etwas haben.
Das große Problem in Großbritannien ist die Entkopplung zwischen der politischen Schicht in Westminster und den gewöhnlichen Leuten. Wir haben gerade eine Situation im Vereinigten Königreich, in der all diejenigen in den ersten Reihen, egal welcher Partei oder welches Abzeichen sie haben, sie sind auf die gleichen Schulen gegangen, sie waren alle an der gleichen Uni, sie haben alle den gleichen Abschluss, sie bekommen nach ihrem Abschluss alle eine Anstellung in der Forschung. Keiner von ihnen hatte je eine wirkliche Arbeitsstelle. Sie heiraten gegenseitig ihre Schwestern, sie haben keine Hobbys. Und wir werden von Menschen regiert, die keine Vorstellung davon haben, wie das Leben da draußen in der wirklichen Welt aussieht. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum die UKIP solch einen Zuspruch hat, weil wir tatsächlich mit den Gedanken, Hoffnungen und Erwartungen der Allgemeinheit vertraut sind, im Gegensatz zu unseren Karrierepolitikern. Herr Farage, in Ihrer Rede haben Sie über die französische Front National gesprochen. Und als ein ehemaliger Franzose würde es mich interessieren, wo die wirklichen Unterschiede der UKIP zur Front National liegen. Denn für mich ist es klar, dass die Front National eine sehr extremistische Partei ist, die gegen einen Freimarkt und gegen die Freiheit ist. Es gibt viele Unterschiede. Es gibt wirtschaftliche Unterschiede. Schauen Sie, ich möchte freie Rede und Debatte in der Politik, aber bestimmt keine Angriffe. Und viele der Dinge, die von Marie Le Pens Vater gesagt wurden und anderen, sind ganz klar sehr angreifend und fördern keineswegs die politische Diskussion. Ich würde noch eine Frage beantworten, falls noch eine da ist, und dann ist es Zeit für eine Tasse Tee. Oh, vielleicht nicht Tee. Herr Farage, Sie erwähnten in Ihrer Rede die Wichtigkeit der Zunahme von Euroskeptikern auf über 25%. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie mindestens 30% bräuchten, um ein Veto einlegen zu können. Ich bin nur etwas skeptisch, da viele der Euroskeptiker nicht gut im Bilden von irgendwelchen Allianzen sind. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass die Euroskeptiker zusammenarbeiten. Meine Frage an Sie wäre, wie ist der Fortschritt zwischen Ihrer Partei und anderen Euroskeptikern, Allianzen zu bilden und welche Sie bevorzugen würden, welche weniger? Es gibt mittlerweile fast unter allen Gruppen des Europäischen Parlaments Euroskeptiker. Die sehr Linken haben eine große Anzahl Euroskeptiker und ich glaube nicht, dass dies eine Rolle spielt, ob wir in ein und derselben Partei sitzen oder nicht. Wenn wir insgesamt mehr als 33% wären, dann wäre es wichtig, dass wir unsere Stimme für das Gleiche abgeben, was das wichtige Thema angeht. Wie ich bereits sagte, genau wie mit dem Euroföderalismus wird auch die Euroskeptik von den Linken, der Mitte und den Rechten vertreten. Und es ist schwierig, starke politische Allianzen zu bilden mit Parteien, die aus anderen Ländern kommen. Denn der wirkliche Grund, dass der Euro nicht funktioniert, der Grund, dass die Europäische Union nicht funktioniert, ist, dass wir auf unserem Kontinent alle verschiedenartig sind und daran ist nichts verkehrt, dass wir alle andersartig sind. So sollen wir sein, wenn wir nur alle demokratisch gesinnt sind und Handel miteinander treiben für eine bessere Zukunft, als es unsere heutige Situation darstellt. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen sehr danken, dass Sie heute zu uns in die Schweiz gekommen sind. Es ist wirklich großartig, Ihre Ansichten zu sehen und wir beide mögen Tabak, wir beide mögen alkoholische Getränke und wir mögen natürlich beide Freiheit. Und aus diesem Grund haben wir Ihnen hier EU-freien Whisky. Hier ist es hat ein schönes, Label. Sie werden in einer Gletscherhöhle gelagert. Und dann haben wir Schweizer Zigarren ohne jegliche EU-Richtlinien. Dankeschön.